Statue von mir? Das ist neu. Das ist. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Die kriege ich niemals da raus. Was? Was wurde von der Spitze des Turms übertragen? Ich muss wohl irgendwie da hoch. Vielleicht kann ich zu dem Vorsprung hinter mir springen. Wenn ich zurückspringe, kann ich die Seile hinter mir erreichen. Ranziehen können. Na also. Wie komme ich jetzt zum Turm rüber? Sieht aus, als könnte mein Zugwerfer helfen. Sollte ich da hochkommen. Ich dachte, mit der Lanze wollte Silence mir helfen. Er hat mich wohl ausgetrickst. Sie hat etwas über den Turm übertragen. Hat er alles gerettet? Warum sollte er? Wenn ich rausfinde, wohin es geschickt hat, werde ich ihn finden. Ich hoffe, der Übertragungsknoten oben sagt's mir. Sieht nicht so aus, als könnte ich hier hochklettern. Oh, da ist ein Spalt in der Platte. Ob ich von innen da hochkomme? Ein Aufzug? Mal sehen. Zugangslift aktiviert. Mein Glückstag. Wartungskonfiguration wird eingeschaltet. Das ganze Ding öffnet sich. Wie kann ich sich das wohl erklären? Oh.
hast meine List also endlich aufgedeckt. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Du hast mit der Lanze Hades gestohlen? Wie kannst du so leichtsinnig sein? Leichtsinnig? Du wolltest Hades doch löschen, ohne vorher sein kostbares Wissen zu extrahieren. Das geheimnisvolle Signal, das ihn weckte zum Beispiel. Oder wo man eins dieser Gaia-Backups bekommt, nach denen du so lange gesucht hast. Wenn du es wusstest, wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte in den letzten Monaten eigene Probleme, Aloy. Der Unterschied ist, ich bin vorangekommen. Also wenn deine Wut über meine absolut notwendige Täuschung verraucht ist, komm doch zu mir in den verbotenen Westen und sieh dir an, was ich entdeckt habe. Oh ja, ich werde kommen. Ja, tja. Mit den Koordinaten bin ich leicht zu finden. Das schaffst sogar du. Ich sollte Val und Marat sagen, was ich gefunden habe. Aber wie? Du bist reingegangen, er veränderte sich. Fast wie am Tag des Kampfes. Ich bin nur dankbar, dass es heute so stürmisch ist. Nur wenige werden die Veränderung gesehen haben. Was hast du entdeckt? Hades. Die Gefahr ist nicht gebannt. Sie ist im verbotenen Westen. Und ich muss ihr folgen. Ah ja, das könnte schwierig werden. Der Westen heißt nicht umsonst verboten. Ein stammwilder Krieger kontrolliert den Großteil, die Tenakt. Und sie lassen niemanden über die Grenze. Gleichwohl konnte Sonnenkönig Avad einen fragilen Frieden aushandeln. Tatsächlich soll sich eine Gesandtschaft zur Grenze aufmachen. In 1-2 Tagen. Wenn du unter ihrem Schutz an dem Treffen teilnimmst, lassen dich die Tenakt vielleicht passieren. Statt dich zu jagen und sofort anzugreifen. Ja, das fehlte noch. Mehr Mörder. Ah, der Sonnenkönig. Aloy, schön dich zu sehen. Du warst so schnell weg. Wir hatten nie Gelegenheit, uns zu bedanken. Zeigen wir der Streiterin jetzt den Speer, bitte? Itamen, sei still. Es stimmt. Wir haben Geschenke. Die Etikette verlangt normalerweise eine Zeremonie im Palast. Aber ich dachte, dir ist es etwas zwangloser lieber. Bringt sie her, bitte. Aber das ist alles wirklich sehr nett. Uthid, Vanasha. Schnell, geben wir sie ihr, bevor sie wieder verschwindet. Wirklich? Muss das sein? Setz es auf. Es ist wunderschön. Im Namen aller Einwohner des Sonnenreichs sollen diese Gaben unsere ewige Dankbarkeit zeigen. Vielleicht möchtest du noch mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen. Komm zu mir, wenn du abreisebereit bist. Ich muss die Maske... ...der Überbrückung an meinem neuen Speer befestigen. Muss doch irgendwo eine Werkbank sein. Königswitwe Nasadi. Gesegnete Streiterin.
Itamen, wie sagt man? Mein bescheidener Dank, Streiterin, für die Rettung meiner Mutter und mir aus Sonnenfall und für die Verteidigung der heiligen Stadt gegen die Truppen des Schattens. War das richtig? Das war sehr gut, Itamen. Und gern geschehen. Streiterin, bringst du mir bei, wie ein echter Maschinenjäger zu schießen? Itamen. Ich habe eine wichtige Mission, Prinz. Um die Welt zu retten? So in etwa. Aber wenn ich zurück bin, gebe ich gerne Tipps. Wäre mir eine Ehre. Wir schulden dir unser Leben. Und das vergessen wir nie. Möge die Sonne dich führen. Achte auf Donnerkiefer, Streiterin! Ich sollte wohl geschmeichelt sein von der Statue. Aber es fühlt sich falsch an, wenn meine Aufgabe gar nicht fertig ist. Ein Teil des Todbringers, den ich besiegt habe. Diese Maschine war die letzte Verteidigungslinie für Hades. Sie hat die Kugel hergeschafft und mich beinahe getötet, aber... jetzt ist sie nur noch Schrott. Was? Maschinenkadaver. Überreste von der Schlacht der Flamme. Die gesamte Stadtwache schaut nur zu. Sieht hier ein Denkmal aus. Der Bildhauer wollte etwas viel Größeres. Doppelt so groß. Mit Gold und Juwelen. Aber ich dachte mir, dass dir das nicht gefallen würde. Du hattest recht. Es tut mir leid, Avad. Schön, dich zu sehen, aber ich kann nicht bleiben. Verstehe. Ich hatte gehofft, du bleibst eine Weile in der Stadt. Vielleicht im Palast? Meridian ist noch in Gefahr. Aber das ist nicht alles. Deshalb muss ich dringend nach Westen. Ins Tenakt-Gebiet. Bei der Sonne, die Tenakt? Tja, vielleicht hat Marat es dir schon gesagt. Aber nach Jahren der Feindschaft gibt es jetzt einen Waffenstillstand. Vielleicht sogar endlich Frieden. Eine weitere Gesandtschaft wird bald dorthin aufbrechen. Was macht die Gesandtschaft so besonders? Wie heute macht sie eines besonders, nämlich der Gast. Unsere Delegation trifft sich mit den Tenakt vor Fahrlichtstoren. Wir geben ihnen Schätze und sie uns einen Gefangenen. Verscharf. Einen unserer besten Soldaten. Soldat? Nicht eher Räuber? Nein, nicht in diesem Fall. Verscharf ist mein Cousin. Er ist von anderem Schlag als Helis. Er schloss sich der Westexpedition an. Er hoffte, gewisse Exzesse zu verhindern. Doch er wurde bei der Schlacht um unsere Basis in Zinnobersande gefangen genommen. Und ist bis heute nicht zurück. Ich muss jetzt los. Einen Moment, Aloy. Ich muss dich was fragen. Ich konnte an fast nichts anderes denken. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber es muss sein.
Als du plötzlich weg warst, wusste ich nicht, ob ich dich je wiedersehe. Ich will dich nicht aufhalten oder einengen. Aber ich muss wissen, wenn deine Mission erfüllt ist, kommst du dann zurück nach Meridian und bleibst. Lang genug, dass wir Zeit haben, uns richtig kennenzulernen. Vielleicht. Aber die Situation erfordert eine umfassendere Betrachtung. Die kommende Bedrohung gefährdet nicht nur Meridian, sondern auch viele andere Orte. Viele unschuldige Menschen. Was zwischen uns passiert, ist nicht wichtig. Zumindest noch nicht. Du hast recht. Ich benehme mich wie ein Narr. Es sollte der König sein, der die Dinge umfassend betrachtet. Bitte nimm meine Entschuldigung an. Ich wünsche dir viel Erfolg. Leb wohl, Aloy. Unsere Hoffnungen begleiten dich. Sie ist hier auf der Flamme. Du bist das Thema der Stadt. Eine Heldin. Retterin. Wir haben uns Sorgen gemacht, was aus dir geworden ist. Da. Eine Werkbank. Okay. Master-Überbrückung installiert. Und was Neues. Um Energie zu speichern und freizusetzen, ein Resonator. Hilft sicher im Kampf. Uthid, Vanasha, danke, dass ihr hier seid. Ist doch klar. Obwohl du uns nach dem großen Kampf so im Stich gelassen hast. Vanasha, nicht. Sie ist jetzt hier, oder? Ja, im Moment. Aber ich kenne doch diesen Blick. Sie hat etwas zu erledigen. Und zwar nicht in Meridian. Du weißt, dass ich nicht gegangen bin, weil ich wollte. Ich hatte... Kleine Jägerin, bitte. Du musst dich vor uns nicht rechtfertigen. Du hast uns gerettet. Wenn du gehen musst, geh. Mit unserem Segen. Immer. Also, ich weiß, ich... Immer eine Ehre. Immer eine Freude. Und bitte, ich bin... So. Das war's dann. Können wir los? Oder willst du dich noch länger mit deinen Freunden unterhalten? Ich sollte mal los. Wenn ich nach Westen will, brauche ich wohl ein Wegerecht von den Tenakt, wie du sagtest. Wo genau wird diese Gesandtschaft stattfinden? Hinter dem Schrecken. Die Schlucht, die die westliche Grenze des Sonnenreichs markiert. Die Festung Fahllicht liegt an ihrer äußersten Ecke. Die Gesandtschaft trifft sich direkt vor ihren Toren. Es ist ein langer Marsch, 2 Wochen zu Fuß. Mit Tempo sind wir in ein paar Tagen da.
Vielleicht sollten wir lieber hier übernachten und morgen früh weiter. Natürlich. Ich regle das. Stahl und Funke. Ha, hab noch nie jemand gesehen, der auf einem der Dinger reitet. Komm ich so nach Fahrlicht? Ja, das heißt eigentlich. Nur nicht heute. Noch nicht. Und wieso nicht? Naja, der Schrecken. Das ganze Tal ist verseucht von Maschinen. Maschinen sind kein Problem. Tja, das glaube ich dir, aber ich habe strikten Befehl, erst zu fahren, wenn der Pfiff von Kettenkratz das okay gibt. Hör zu. Ich bin nicht so weit gereist, um hier zu warten. Entweder setzt du die Bahn in Gang oder ich mach's. Tja, aber wer würde sie wieder raufziehen? Na gut, na gut.
Aber wenn jemand fragen sollte, sagst du besser, du hast mich gezwungen. Ich sehe Rauch, aber nicht viel Aktivität. Der Rauch kommt bestimmt von etwas, das die Maschinen zerlegt haben. Und was die Ruhe angeht, tja, wegen all der Aufregung gab es einen Arbeitsstopp. Welche Maschinenarten machen die Probleme? Bösartige. Und zwar jede Menge. Man nennt sie Dornröcken. Seltsam ist, dass sie nicht aus dem Schrecken stammen. Sie tauchten plötzlich einfach auf. Keine Jäger, die sie töten? Oh, wir haben Jäger. Nur niemand, der Ulvund verärgern will. Er ist der selbsternannte Boss von Kettenkerz. Der Arbeitsstopp war seine Idee. Naja, also ich bin nur auf der Durchreise. Ich muss zu einer Gesandtschaft. Sag das doch gleich. So bald wird die nicht stattfinden. Was willst du damit sagen? Hörst du das? Das ist deine Antwort. Wer ist das? Ein Kaja-Sonnenkünstler. Hab ihn gestern runtergebracht, etwa eine Stunde bevor die Maschinen kamen. Er ist ein sehr wichtiger Mann, sagt er jedenfalls. Die Gesandtschaft in Fahrlicht? Er ist der, der sie leiten soll. Wenn du nicht sofort tust, was ich sage, erfährt der Sonnenkönig selbst von deiner Anmaßung. Dank dir musste ich die Nacht frierend im Zelt verbringen, völlig ungeschützt. Ich bin fast gestorben. Mich willst du nicht fahren, aber das Nora-Mädchen? Die Wilde? Zur Seite, tauge nichts. Wadis, das ist Aloy. Gelehrter Wadis. Aloy, die Retterin von Meridian. Wirklich? Nun, das lindert die Kränkung, schätze ich. Ich komme wegen der Gesandtschaft in Fahrlicht. Wie ich höre, du auch. Tja, nicht solange das Tal infiziert ist. Und so erklärte Araman, die Sonnenpriester zu kostbaren und würdigen Hütern. Siehst du, die Schrift. Ich ziehe weiter nach Fahrlicht, wenn der Hauptmann der Garde mir sagt, dass der Weg frei ist. Nicht einen Moment früher. Gut. Der Hauptmann ist ein Freund von mir. Wo ist der Rent? Ich würde gern mit jemand reden, der Taten vorzieht, nicht Schriften. Wadis. Gelehrter Wadis. Gelehrter Wadis sandte Erend und noch eine Garde am Morgen los, den Weg zu bahnen. Und so geschah es. Hey! Sch! Weiter das Tal runter? Ja, sie wollten in den Ruinen links nach Spuren suchen. Dort gingen sie hin. Okay. Ich hörte, es herrscht Arbeitsstopp. Wo kann ich Sachen herstellen? Der Schmied in Kettenkratz lässt sich bestimmt seine Werkbank nutzen. Für die Dornrücken solltest du dir Säurepfeile herstellen. Triff ihre Kanister damit und schalte sie schneller aus. Danke. Ich suche Erend und bringe ihn zurück. Hey! Wo willst du denn hin? Na, zum Gipfel, um in Sicherheit zu warten. Tut mir leid. Der Fahrer hat strenge Befehle. Keine Passagiere bis zum Pfiff, stimmt's? Ganz genau. Fang mal an zu kurbeln. Wieso? Wieso? Joruf, geleitest du bitte den Gelehrten nach Kettenkratz und wartest da auf mich? Schon dabei. Ich finde Erend und mach den Weg frei. Aber danach keine Ausreden mehr. Fahrlicht. Gesandtschaft. Wenn dies der Wille der Sonne ist? Das wird es. Vertrau mir. Ich muss Erend finden. Aber ich sollte vorher meinen Bogen in Kettenkratz verbessern.